Was geht und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir, ApeLucas124. Heute wieder eine neue Folge von Minecraft Royal. Und in der letzten Folge waren wir bei König Karl III. Und nun ja, wie soll man sagen, wir haben ihn erzählt, was wir über Entität 303 wissen, also wer der Boss von Bowser und Bowser Jr. ist. Und ja, ihr seht es schon, ich habe jetzt hier ein Cape, das ist wegen dem neuen Minecraft-Update auf dem Bedrock-Version. Ich finde, das ist jedenfalls recht cool, leider gibt es das nicht in Rot. Ich finde es trotzdem mega nice, was man jetzt machen kann. Und ich habe mir gedacht, was man in heute machen könnte. Denn heute hätte ich vor, wieder in die Mario-Welt zu gehen. Ich weiß nicht, habe ich das letzte Folge angekündigt? Wenn nicht, dann jetzt. Denn wir haben ja, wie schon gesagt, wir haben mit König Karl III. Informationen ausgetauscht. Und ich fände es cool, wenn wir das auch mit Mario machen könnten. Weil vielleicht hat sich bei ihm in der Welt auch was verändert. Und ja, ich hoffe, euch wird die Folge gefallen. Und ich bin jetzt etwas nervös, weil ich richtig lange nicht mehr in der Mario-Welt war. Denn das ist jetzt auch schon irgendwie... Alter, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein Jahr oder so her. Oder noch länger sogar. Deswegen, vielleicht hat sich dort auch was verändert. Wäre ich mal gespannt. Und Alter, oh Mann, jetzt habe ich wieder Hunger. Ich hoffe, dass wir trotzdem gehen. Kann sein, dass wir in der Mario-Welt was zu essen finden. Und dann sage ich einfach mal, here we go. Okay. Ich glaube, wir sind wieder da, ne? Ja, so ähnlich sind wir beim letzten Mal auch rausgekommen. Ich glaube, hier wird man wahrscheinlich wieder... Alter, hier hat sich aber auch verändert, ne? Lukas? Alter, das ist ja Mario-Weg. Bist du es wirklich? Alter, wir haben den so lange nicht mehr gesehen irgendwie, ne? Boah. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Wo warst du so lange? Es hat sich viel verändert. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo war ich eigentlich? Ich war halt... Wie, weißt du nicht? Hat sich auch viel verändert. Alter, guckt euch das mal an, wie das jetzt aussieht, ey. Das sieht irgendwie mega geil aus, aber... Hä? Hier hat sich auch viel verändert. Hat sich in eurer Welt auch viel verändert? Ja. Ganz normal durch das Pilzkönigreich gegangen und plötzlich gab es ein komisches Geräusch und alles sah anders aus. Ich finde, dass unser Königreich nun besser aussieht, aber es ist trotzdem komisch. Weißt du vielleicht, wie das passiert ist? Ja. Woran denn? Bowser und Bowser Jr. haben einen Meister. Er heißt Entity 303. Er kennt sich gut mit Technik aus
und du denkst, dass er die Welten verändert hat. Ja. Außerdem gibt es bei uns in der Welt nun Koopas. Stimmt, das ist auch sehr wichtig, glaube ich, denn ich glaube, die werden Bowser sehr helfen. Was? Bowser und Bowser Junior haben mit einer Maschine Koopas beschworen. Ich glaube, so ungefähr kann man das erklären, weil seltsam. Was meint er denn damit? Die Koopas müssen von irgendwo kommen, wenn dieser 303-Typ diese Maschinen gebaut hat. Muss er irgendwie unsere Welten miteinander verbinden? Ich glaube, dass die Koopas irgendwo in dieser Welt in ein Portal springen, was sie in eure Welt bringt. Wirklich? Alter. Das wäre komisch. Weil es würde vielleicht auch irgendwie Sinn ergeben, ne? Weil die können ja nicht einfach irgendwie aus dem Nichts oder so kommen. Ich habe bis jetzt nur einen Koopa gesehen. Nur begrenzt Koopas beschwören. Also, das glaube ich jedenfalls. Ist die Röhre noch da, die du gefunden hast? Weil damals gab es ja diese eine Röhre und jetzt ist hier irgendwie so eine andere. Nein. Als ob die ist weg. Mario, wer ist dieser Typ? Peach? Wo ist denn Peach hin? Ich sehe die hier gar nicht. Oh, Lukas, lange nicht mehr gesehen. Ah, das ist Peach. Hallo. Hallo. Alter, stimmt, Peach, weißt du, wo diese komische Röhre ist? Nein, sie ist. Sie. Nein, seit diesem komischen Vorfall ist sie weg. Ja, stimmt, das. Lasst uns doch. Lass uns doch das Versteck der Koopas suchen, weil wenn wir die Koopas irgendwie töten oder irgendwie besiegen, dann das kann lange dauern. Sie verstecken sich sehr gut. Sie ändern jede Woche ihr Versteck. Alter, als ob. Okay, Mario sagt, man sieht sich. Bis dann. So, ja, ich fand es einfach mal interessant, jetzt mehr über Marios Sicht auch herauszufinden. Und ich glaube, wir gehen dann einfach mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Minecraft World. Und dann sage ich einfach mal, ciao, Leute.